Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Eine ganz liebe Abonnentin von mir, die liebe Christina AK, hat mich angeschrieben und gesagt, Mensch, hast du nicht mal Bock, vielleicht ein Video zu drehen, wo du so Geschenkideen für Männer, für den Freund, für den Papa, für den Opa, für den Onkel, für Freunde, wie auch immer, einmal vorstellst? Und da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist dabei rausgekommen. Ja, ich war ein bisschen kreativ. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also in diesem Video wirst du sowohl kreative Ideen, neue Ideen vielleicht, ich weiß es nicht, als auch so ganz klassische Sachen finden. Ja, denn ich habe halt auch mal so meinen Freund gefragt, so, hey Schatz, was waren eigentlich die coolsten Sachen, die ich dir so mal geschenkt habe? Und ja, in den letzten 13 Jahren hat sich doch einiges angesammelt, ne? Nicht alles, was ich ihm geschenkt habe, habe ich hier. Ich habe hier nur einen kleinen Teil. Aber ein bisschen was kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Zum Beispiel, ja, Lieblingsparfüm. Das ist eine Sache... Ja, die klassisch ist und die irgendwo immer geht. Also schaut euch doch einfach mal um. Entweder hat euer Freund, euer Vater, wer auch immer, ein absolutes Lieblingsparfüm oder ihr könnt ihm mal einen schönen Duft empfehlen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, indem ich ihm das Hugo Boss Intense geschenkt habe. Und Leute, es riecht hammergeil. Wirklich. Ich kann nicht so gut Düfte beschreiben, aber es riecht halt männlich, aber halt so einen leichten Hauch von Frische. Frisch, schön. Ach, es riecht wirklich gut. Und wenn er das drauf hat, er wirkt dadurch einfach auch viel edler. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das hebt auf jeden Fall das Outfit dann auch nochmal. Ein Duft, den er vorher auch sehr, sehr gerne mochte, und das sieht man hier auch schon so ein bisschen, also das ist noch bis hierhin voll, ist von Davidoff Cool Water. Das ist auch einer der klassischen Düfte, finde ich, die Männer so haben. Das riecht sehr, sehr herb, männlich, finde ich. Das ist halt so eine leichte Meeresbrise, die quasi aus diesem Parfüm rauskommt. Auch das mag ich sehr gerne. Ich glaube, sowas ist eher was für den Sommer. Und das hier ist dann eher was fürs Ausgehen oder für edlere Anlässe, sage ich mal, ne? Ihr seid hier auf einem Beauty-Kanal. Selbstverständlich empfehle ich euch, eurem Freund, Vater, Opa, ich sage jetzt einfach mal einem Mann, okay? empfehle ich euch, einem Mann eine Wellness- oder eine Beauty-Box zu schenken. Die könnt ihr zum Beispiel bei Pinkbox, Brigittebox, Glossybox überall kaufen. Da gibt es immer wieder auch so limitierte Männereditionen. Die kosten auch jetzt nicht die Welt, ne? Die kann man sich auch gegebenenfalls mal auf Vorrat irgendwo hinlegen, dass wenn man weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie in nächster Zeit ein paar Männergeburtstage anstehen, hast du einfach ein bisschen was da und kannst dann aus deinem Vorrat schöpfen, ne? Und wenn du halt vielleicht auch nur ein kleines Geschenk machen möchtest, dann verschenk halt einzelne Teile daraus. Oder geh einfach in die Drogerie und schau einfach mal und stell selber eine Beauty- oder Wellnessbox zusammen. Weil nicht jeder Mann hat zum Beispiel eine Badewanne zu Hause oder nicht jeder Mann mag bestimmte Düfte gerne. Wenn ihr den Mann, den ihr beschenkt, entsprechend kennt, könnt ihr das ja wahrscheinlich auch ein bisschen besser einschätzen. Ja, auch der nächste Punkt ist halt ein klassischer Punkt, Kleidung. Ob Socken, Krawatten, ob irgendwie ein T-Shirt von der Lieblingsmarke oder Boxershorts, keine Ahnung, guckt euch mal die Socken von eurem Freund an. Meistens haben die auch ein paar Löcher, weil Männer zu faul sind, um sich einfach mal Socken zu kaufen. Why not? Oder schöne neue Boxershorts, vielleicht auch von einer schöneren Marke, von Calvin Klein, von Puma, keine Ahnung, von Hugo Boss oder so, ne? Die sind ja auch nicht günstig, sowas kauft man sich jetzt nicht so im Laden. Ja, aber man freut sich drüber, beziehungsweise Mann mit Doppel-N freut sich drüber. Würde ich dem Papa oder dem Opa jetzt nicht unbedingt schenken? So eine schöne Schießer mit Eingriff? Nein. Das möchte ich dann auch nicht unbedingt gerne einpacken. Ja, dann sind wir wieder beim nächsten klassischen Thema. Ich mache jetzt erstmal am Anfang so ein paar Klassiker, ne? Das ist Schmuck. Schmuck geht auch irgendwo immer. Eine schöne Krawattennadel oder ein Partnerarmband, eine Partnerkette, ein Partnerring. Gibt doch alles Mögliche. Dann gibt es doch zurzeit auch diese mega geilen Holzuhren. Wow. Also sowas ist einfach auch extrem schön, extrem hochwertig. Und die Männer werden das mit Stolz tragen. Ja, und zum Thema Schmuck habe ich zum Beispiel mit meinem Papa eine Partnerkette, beziehungsweise ich habe die Kette, da steht drauf Daddy's Girl, und er hat dazu einen Schlüsselanhänger von mir bekommen. Das ist so eine Hundemarke, ne, die quasi die amerikanischen Soldaten so haben, und da ist eine Aussparung drin, wo halt dieses Herz genau reinpasst, und da steht drauf, there is a girl
She Stole My Heart. Und ja, da steht halt Daddy's Girl jetzt drin. Ja, ich bin 29, aber ich darf sowas doch auch immer noch mit meinem Papa haben. Und die Kette hat halt auch eine Bedeutung. Die ist nicht mehr so fresh und ist auch nicht mehr so neu. Da war mal ein Medaillon dran, wo meine Großeltern mütterlicherseits drin waren. Und dieses Medaillon, diesen Anhänger habe ich halt sehr, sehr, sehr damals verloren. So ziemlich genau vor 13 Jahren, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, habe ich das irgendwann mal bei ihm verloren. Und ja, die Kette hatte ich halt immer noch und da fehlte aber ein schöner Anhänger und dieser Anhänger musste ja auch eine Bedeutung haben. So, und da habe ich jetzt, ich glaube letztes Jahr, meinem Papa dann diesen Schlüsselanhänger geschenkt, genau, und ich habe dann das Herz. Als nächstes schaut euch doch mal ein bisschen im Haushalt um. Was ist das Hobby von dem Mann, von eurem Freund, von eurem Papa, von eurem Opa, wie auch immer? Wir Frauen regen uns manchmal auch über die Hobbys unseres Mannes auf, muss ich ehrlich sagen. Aber er wird sich drüber freuen, wenn du ihm etwas schenkst, was halt zu seinem Hobby passt, weil das zeigt, dass du dich mit ihm befasst hast und dir Gedanken gemacht hast und ihm etwas schenken möchtest, was ihm auch wirklich eine Freude bereitet. Zum Beispiel etwas zum Modell bauen oder etwas von Lego oder irgendwas so zum Musizieren, Musizierzubehör. Spielt euer Freund, euer Vater, wie auch immer, der Mann, vielleicht ein Instrument. Da gibt es dann für eine Gitarre zum Beispiel eine schöne Tasche oder neue Gitarrensaiten, denn die sind sauteuer. Ich spiele selber Gitarre. Ich weiß, wovon ich rede. Oder irgendwie ein schönes Plektron oder wie auch immer. Da freuen die sich richtig, richtig doll drüber. Schaut euch doch einfach mal an, wie abgegriffen manche Teile sind. Da werden die sich sehr drüber freuen. Dann gibt es auch Hobbys wie zum Beispiel Fahrradfahren. Vielleicht einen schönen, so ein Tacho, der halt, ne, so ein kleines GPS mit drin hat, so ein kleines Navigationssystem oder keine Ahnung, einen neuen Sattel oder sowas, das wäre auch nicht verkehrt. Oder vielleicht ist euer Freund, euer Mann, wie auch immer, Gartenfreund. Da kann man ihm dann was für den Garten schenken. Ihr ahnt nicht, wie sehr sich ein Mann über einen Schlauchwagen freuen kann. Den habe ich zum Beispiel meinem Freund geschenkt. Der hat sich da tierisch drüber gefreut. Und ja, also es ist eigentlich so einfach. Fitnesszubehör, meine Güte, die Bandbreite ist riesig. Ihr könnt euch da austoben, Leute. Was bei Männern gefühlt immer geht, ist Werkzeug. Gerade bei eurem Papa oder so, ne? Wenn ihr so gar keine Idee habt, Werkzeug geht immer und die werden sich da mega drüber freuen. Achtet aber drauf, dass das Werkzeug auch eine entsprechende Qualität hat. Da habt ihr dann teilweise auch mit einem Teil dann wirklich schon ganz einen hohen Wert dann dabei. Aber die Teile halten und halten, wirklich, glaubt mir. Ich habe mal in der Branche gearbeitet, ich weiß, wovon ich rede. Wenn man auch entsprechende Marken verwendet, wie zum Beispiel Kniepex, dann ist das etwas, was auch wirklich Ewigkeiten hält. Also ich habe zum Beispiel meinem Freund einfach mal so einen Seitenschneider geschenkt. Ich meine, ne, da, ich glaube zum Valentinstag, da hat er mir halt so einen schönen Strauß Rosen oder zum Jahrestag, ich weiß es nicht. Und ich habe ihm halt einen Strauß mit Werkzeug geschenkt. Da waren Seitenschneider drin und da waren dann auch so Schraubenzieher und sowas drin. Er hat sich da so tierisch drüber gefreut. Das ist halt etwas, damit macht ihr denen eine Freude. Oder halt ganz klassisch, ne, so ein Imbusschlüsselsatz. Ganz ehrlich, der ist so schnell weg. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass der hier auch tatsächlich noch komplett ist, weil der hat dann dementsprechend auch unseren Bau überlebt. Ja, nicht schlecht, ne? Also die werden auch wirklich gehütet und auch gut verwendet. Man sieht, dass die auch einfach benutzt sind, ne? Denn mein Freund ist auch wirklich handwerklich sehr begabt, Gott sei Dank. Und was ich ihm auch mal geschenkt habe, ist so eine Steckschlüsselkombi. Auch die gab es mal von Kniepex. Das ist so magnetisch, ne? Total praktisch. Und da hast du dann verschiedene Formen dran und kannst da verschiedene Sachen mit öffnen und hast es halt wirklich und kannst es dir auch an die Hose machen oder ihr schenkt eurem Freund einen Werkzeuggürtel. Sowas ist auch immer richtig gut. Dann gibt es auch noch so Magnetarmbänder, wo die dann die ganzen Nägel, Schrauben, was auch immer dran machen können. Ihr ahnt nicht, wie hilfreich solche Tools einfach sind, ne? Also unfassbar. Wenn ihr eurem Freund, eurem Mann, eurem, wie auch immer, dem Mann etwas Elektrisches schenken wollt, dann schaut aber vorher nach, was der Mann tatsächlich im Schrank hat. Also meistens ist es so, dass Männer eine ganz bestimmte Marke haben, weil die Akkus nur miteinander kompatibel sind mit der gleichen Marke halt, ne? Also Bosch ist nicht kompatibel mit Metabo und so. Und da würde ich euch auf jeden Fall raten zu schauen, was hat der Mann da? Oder schenkt ihm einfach mal Akkus passend zu dem, was er so hat. Wird er sich auch tierisch drüber freuen, denn so ein Akku ist nie weg. Und denkt auch einfach mal immer an den Arbeitsschutz, ne? Also wenn ich mir so die Schuhe oder die Handschuhe von meinem Freund anschaue, die er so immer in Verwendung hat, solche Teile sind nicht günstig und dann werden die so lange getragen, bis die auseinanderfallen. Also
Geht im Baumarkt. Ja, es ist nicht verkehrt, als Frau in den Baumarkt zu gehen. Und holt euch notfalls einfach Hilfe von einem Berater. Die helfen euch echt gut und die können euch auch wirklich sagen, was gut ist. Und wenn ihr selber nicht so genau wisst, was eine gute Qualität ist, wie sich sowas anfühlen muss oder welche Funktion das haben muss, dann sprecht wirklich mit den Jungs da. Also die sind total freundlich und helfen einem wirklich gut weiter. Kann ich nur empfehlen. Ja, es ist März, aber es wird ja jetzt immer wärmer. Es sind heute auch, yay, 10 Grad gewesen, aber es soll ja auch diese Woche bis 20 Grad werden. Dementsprechend die Grillsaison fängt an, wobei man das auch tatsächlich ganzjährig machen und schenken kann. Wie wäre es zum Beispiel mal mit einer coolen Grillschürze oder mit einem geilen Grillkoffer? Also da gibt es auch wirklich gute, hochwertige Koffer. Dann kannst du auch mega gut diese Grillgewürze nehmen, solche trockenen Rubs. Da kann man dann im Prinzip das Stück Fleisch nehmen und einen Trockenrub nehmen, das damit einreiben und es ist wie eine Marinade, aber es ist dann halt nicht so fettig oder so, ne? Es ist richtig, richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Die kannst du im Supermarkt kaufen, die kannst du überall kaufen. In Baumärkten gibt es die teilweise auch. Also schaut euch da mal um. Und was ich meinem Freund mal geschenkt habe, ist ein Dutch-Ofen. Ich zeige euch den mal, aber Achtung, der ist sauschwer. So sieht der aus. Der ist halt aus, ist gusseisern, glaube ich, ne? Müsste eigentlich sein. Und ich habe jetzt einen Big Barbecue. Ich gucke mal, ob ich euch genau den einfach mal in der Infobox verlinke, weil der war relativ günstig. Ich stelle den mal kurz ab. Aber nicht auf den Tisch, denn der ist. Oh. Der zerkratzt mir dann den Tisch wahrscheinlich. Also der hat einen Deckel oben drauf. Warte. So, den kann ich nehmen. Nicht wundern, der muss so aussehen, weil der wird dann immer wieder neu eingebrannt. Genau, so. Und zwar hast du, allein der Deckel ist schon schwer, in diesem Dutch-Ofen. Und hier oben drauf und unter den Grill, den Dutch-Ofen drunter legt man glühende Kohle. Aber dafür gibt es auch extra Bücher und so. Auch das, ich verlinke euch alles in der Infobox, ne? Jetzt habe ich meine Hände versaut. Auf jeden Fall kann man da so geile Sachen drin machen. Wir haben da schon Schichtfleisch drin gemacht und Leute, wir haben damit unsere ganze Familie verköstigt. Ich glaube, wir waren 12 Personen und dafür hat der Dutch Oven echt gut gereicht. Du kannst da super, also die gibt es auch in verschiedenen Größen, ne? Da schichtet man Fleisch rein und dann kommen da Zwiebeln und Bacon und was da nicht alle drin war. Der ganze Topf war einfach, der ganze Dutch war voll mit Yum. Das hat so geil gerochen. Und dann, ja, im Prinzip musst du nur darauf aufpassen, dass die Kohle halt weiter glüht oder ab und an mal so ein bisschen was nachlegen. Auch dafür kann ich euch empfehlen, so ein Anzündkamin, das ist so ein Turm und hat an der Seite so einen Griff. Da kannst du halt Kohle reinmachen und dann glüht die durch, ne? Also sowas, ich kann es nur empfehlen, Leute. Also ihr macht eure Männer so glücklich damit. Und positiver Nebeneffekt, ihr bringt eure Männer zum Kochen, denn in so einem Dutch-Ofen kannst du nicht nur Schichtfleisch oder sowas machen, sondern auch Eintöpfe. Du kannst da Brot drin machen, du kannst da richtig geil drin kochen, also es ist so geil. Und dann macht ihr euer Mann so eine kleine Outdoor-Küche damit quasi, indem ihr ihm den Dutch-Ofen schenkt. Das ist ultra. Ich kann es nur empfehlen, ich finde es mega lecker. Mir läuft auch gerade schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur dran denke, wie geil dieses Schichtfleisch ist. No. Wie gesagt, ich bin 29 Jahre alt. In meiner Jugend hat man mit Gameboys gespielt. Ja, das ist so die absolute Vorstufe von Handy, Computer, weiß ich nicht. Nee, von Computer nicht unbedingt. Das war ungefähr zur gleichen Zeit. Aber ne? Alle, die so ein bisschen in meinem Alter sind, vielleicht sogar ein bisschen älter, können sich da auch noch dran erinnern. Schenkt eurem Freund doch einfach mal einen Gameboy. Ihr ahnt nicht, wie glücklich der ist. Also, okay, ihr seht euren Freund dann erstmal tagelang nicht mehr, weil er die ganzen Spiele durchdaddeln wird und sich wahrscheinlich nur noch damit beschäftigen wird, aber er wird sich drüber freuen. Und so günstig sind die Teile auch gar nicht. Also entweder findet ihr ein schönes Schnäppchen auf dem Flohmarkt oder schießt im Internet mal ein schönes Schnäppchen, aber ansonsten haben die fast schon Sammlerwert, vor allem die Spiele. Wahnsinn. Aber wenn ihr eurem Freund mal eine Freude machen wollt und er vielleicht in seiner Jugend damit gespielt hat, was er wahrscheinlich hat, dann wird er sich drüber freuen. Hast du dir mal die Handyhülle oder auch das Portemonnaie von deinem Mann mal ganz genau angeguckt? Männer tragen sowas ja gerne hinten in der Hosentasche. Das heißt, gerade auf Portemonnaies wird sich ja auch draufgesetzt und so. Also, die sehen furchtbar aus. Sowas wäre doch mal eine Idee, oder? So ein richtig schönes neues Portemonnaie oder eine schöne neue Handyhülle, denn auch die, ganz ehrlich, sind total schnell hin und sind ein schönes Geschenk, finde ich. Mittlerweile kann man ja so ziemlich alles personalisieren lassen, sei es Gläser, Holzbretter, Tassen, Kissen.
Man kann sich sogar selber personalisieren, indem man sich tätowiert. Ich habe leider kein Tattoo. Ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich habe da ein bisschen viel Schiss vor. In der Theorie kann man es aber machen. Und also du kannst wirklich alles personalisieren. Und sowas ist auch immer eine schöne Geschenkidee für einen Mann. Für Freund, Mann, Papa, Opa, Sohn, alle. Ein All-Time-Favorite, aber vielleicht eher so ein Geschenk. Also ist es eher weiblich angehaucht, sage ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Ein riesengroßes oder ein schönes großes Partnerbild von euch zweien in einem schönen Rahmen, was ihr euch schön irgendwo in der Wohnung aufhängen könnt. Sowas finde ich ist auch immer eine coole Geschenkidee. Oder wenn ihr kein schönes Partnerbild habt, wie wäre es mit einem Fotoshooting? Was irgendwie halt auch immer geht und je nach Budget dann drin sitzt, ist dann auch irgendwie ein Urlaubswochenende, ein Wellnesswochenende, wie auch immer. Vielleicht auch ein Wanderwochenende oder so. Je nachdem, was so eure Urlaubsziele sind. Also wir würden zum Beispiel einfach oben an die Nordsee fahren und da einfach eine schöne Zeit verbringen, weil es da halt auch für Sammy schöne Hundestrände gibt. Und ja, ich weiß nicht, man kann auch in die Alpen fahren. Man kann irgendwo an die Mecklenburgische Seenplatte fahren. Da ist es wunderschön. Oh, es gibt wirklich so viele schöne Orte in Deutschland. Oder ihr fahrt nach Holland, nach Polen, in die Schweiz, keine Ahnung, nach Österreich. Es gibt so, so, so viele schöne Orte auf diesem Planeten, die so leicht zu erreichen sind. Also, wo man auch nicht allzu weit hinfahren muss. Und ja, manchmal ist es auch wirklich nebenan. Also, das ist dann auch gar nicht so weit weg. Auch ein Klassiker sind Erlebnisboxen. Ich habe da so eine zweigeteilte Meinung zu. Ich habe mal von meinem Freund eine von MyDays geschenkt bekommen und irgendwann dann herausfinden müssen, dass die dann ja auch leider irgendwann ablaufen. Ne? Das war ein bisschen blöd. Ja, also war halt genau zur Bauphase. Da haben wir dann halt hier echt gut zu tun gehabt. Wir haben uns übrigens auch mal ein Haus geschenkt. Das war auch sehr witzig. Dieses Haus. auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn ihr so eine Erlebnisbox schenkt, ihr wirklich vorher schauen müsst, okay, werde ich das auch einlösen oder nicht. Vielleicht ist es dann auch cooler, wenn man so eine Jochen Schweizer Box nimmt, wo dann auch irgendwie so Panzerfahren oder Quadfahren oder Bungee Jumping mit dabei ist. Keine Ahnung, ich habe mich da auch noch nicht so genau informiert, bei welchen Boxen was angeboten wird. Aber sowas ist halt auch immer eine Idee. Und in diesen Erlebnisboxen sind dann halt immer verschiedene Ereignisse drin. Wenn ihr diese Person, diesen Mann vielleicht nicht so mega kennt, hat er halt auch eine größere Bandbreite an Aktionen, was er sich aussuchen kann. Ja, und zuletzt kommen wir einfach mal zum kreativen Part. Ja, wir Frauen sind mehr oder weniger kreativ. Also manche sind kreativer, manche nicht so. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als ultra kreativ bezeichnen würde. Also wenn ich so manche Frauen mir anschaue, wie zum Beispiel Mrs. Rosa Roth, die da mit ihrem Daily Journal einfach eine unfassbare Kreativität auskramt. Das persönlich ich, nein, könnte ich nicht. Also bewundernswert. Auf jeden Fall ist es aber altbekannt, dass Frauen definitiv kreativer sind als die Männer. Wenn du zum Beispiel deinem Freund eine Freude machen möchtest, mach doch mal eine schöne Bildercollage. Also anstatt von einem großen Partnerbild kannst du auch ganz viele Fotos ausdrucken oder ja, manchmal ist es günstiger, wenn du es online machst und es halt nicht im Laden bei Rossmann DM oder so machst an diesen Schaltern. Das ist meistens ein bisschen teurer, als wenn du es halt übers Internet machst. Keine Ahnung, druckst du dir 50 schöne Fotos aus vom letzten Urlaub oder so und machst eine schöne Collage. Oder du machst ein schönes Fotobuch. Das kann man auch super zusammenstellen. Das habe ich damals immer über Lidl gemacht. Also ist auch gar nicht so teuer. Es ist schon zeitaufwendig und ja, manchmal ein bisschen müßig. Aber es macht nachher echt Spaß, das Fotobuch durchzublättern. Und keine Ahnung, meine Mama macht das zum Beispiel für ihren Freund jedes Jahr zu Weihnachten vom vergangenen Jahr. Also dieses Jahr. Zu Weihnachten kriegt er das Fotobuch von 2019. Vielleicht bist du ja auch so kreativ, dass du selber musizieren kannst. Sprich, dass du singen kannst, dass du ein Instrument spielen kannst, was auch immer. Oder dass du einfach eine angenehme Stimme hast und irgendwie eine Geschichte vorliest. Ich weiß es nicht. Du kannst ja auch deinem Sohn eine CD aufnehmen, ne? Also ganz klassisch, jetzt nicht hier USB-Stick, bitteschön, sondern eine richtig schöne, selbst aufgenommene CD und die dann dem Partner schenken. Ich habe zum Beispiel, ganz damals, das ist auch schon wieder 12 Jahre her oder so, meinem Freund eine CD aufgenommen, wo ich halt Gitarre gespielt habe und selbst geschriebene Lieder gesungen habe. Das ist mir heutzutage etwas peinlich und ich würde diese Lieder auch nicht unbedingt vorspielen. Ja, war aber halt romantisch, war süß, wir waren frisch verliebt, man darf sowas dann machen. Und den letzten Tipp, den ich euch geben möchte, ist etwas, was ich tatsächlich auch schon mal meinem Freund geschenkt habe. Exemplarisch halte ich jetzt mal einfach hier so eine Herzchenbox hoch.
Ich habe ja auch viele von diesen Glossy-Boxen und so im Abo. Da gibt es dann ja auch immer schöne Special-Boxen. Hier ist All About Love von Glossy-Box zum Beispiel. Das fand ich richtig schön. Kann man auch super vom Design her für so eine Box verwenden. Oder du kaufst sie dir bei Teddy, Action, Postenbörse, Schlag mich tot, 1-Euro-Shop, ne? Auf jeden Fall eine schöne Box und dann machst du ihm einen Gutscheinkalender. Das habe ich meinem Freund vor, boah, 10 Jahren oder so geschenkt. Also ist echt schon Ewigkeiten her. Und meinem Papa habe ich das auch schon mal geschenkt. Da machst du einfach in diese Box 12 Umschläge rein. Schreibst jeden Monat vorne drauf und am 1. jeden Monats darf der Freund dann einen Umschlag öffnen. Das heißt, dieses Geschenk ist dann auch wirklich für das ganze Jahr. Finde ich mega geil, weil er dann auch einfach ein Jahr lang was davon hat. So, und ein paar Ideen, ich gebe euch einfach mal 12 davon, habe ich mir hier aufgeschrieben. Die lese ich vor, die kann ich nicht auswendig. Also, die 12 Ideen, die ich habe, sind wie folgt. Zum Beispiel kannst du einen Kinogutschein reinpacken, einen Zoogutschein. Vielleicht, ne, die meisten haben einen Zoo irgendwo bei sich in der Nähe oder einen Tierpark oder sowas halt, ne? Ein Eisdielengutschein. Das ist nicht teuer. Das ist einfach nur dann so ein kleines Erlebnis, was man ja auch mitschenkt. Ein Massagegutschein. Entweder, dass du quasi deinen Freund massierst oder, wenn es zum Beispiel für einen Papa ist, ne, dass du ihm einen Massagegutschein von einem Massagestudio bei euch in der Nähe schenkst. Ein Restaurantgutschein. Es muss ja nicht sein, dass du ihm jetzt einen Gutschein über 40 € ausstellst oder so. Es kann ja auch einfach nur sein, dass du ihm einen 10-Euro-Gutschein ausstellst. Das ist, ne, da bist du ja auch vollkommen frei. Du musst ja nicht den kompletten Restaurantbesuch übernehmen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein kleines Event, was du ja schon im Vorfeld planen kannst. Ein Okay-Gutschein. Was ist ein Okay-Gutschein? Naja, dass du einfach mal okay sagst. Wenn er irgendwas hat, wenn, ne, dass er diesen Gutschein auch einfach in diesem Monat einlösen kann. Zum Beispiel habt ihr einen Streit. Ihr habt eine Diskussion und seid euch einfach nicht einig und das hört einfach nicht auf. Dann kann er den Gutschein ziehen und sagen, so, Schätzelein, ich habe hier den Okay-Gutschein, du musst jetzt einfach okay sagen. Ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Ein Bleib sitzen, ich mach das Gutschein. Ein Minigolf-Gutschein. Vielleicht habt ihr eine Minigolfanlage bei euch in der Nähe. Wir haben hier einige bei uns. Ein Herr der Fernbedienung-Gutschein. Ein Picknick-Gutschein. Ein Ich koche dein Lieblingsessen-Gutschein. Und ein Ich fahre dich-Gutschein. Okay, den Gutschein kann man eigentlich nur nehmen, wenn man auch ein Auto hat und selber Auto fahren darf. Ne? Also wenn du unter 18 bist, beziehungsweise wenn du noch keinen Führerschein hast, noch kein Auto fahren darfst offiziell, dann lass das besser. Aber ne, ich bin 29, ich kann solche Gutscheine verteilen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Tipps, Tricks, wie auch immer, Denkanstöße geben. Wenn du noch weitere Ideen hast, was man einem Mann Cooles schenken kann, schreib mir das doch mal unten in die Kommentare, weil da können wir uns doch austauschen. Es wäre doch cool, wenn wir dieses Video nutzen würden, um einfach uns gegenseitig Tipps und Ideen zu geben, was man dem Freund, dem Mann, dem Opa, dem Papa, dem Kumpel, dem Onkel, dem Sohn, allen schenken kann. Ich würde mich freuen, wenn wir unten in den Kommentaren einen regen Austausch starten würden. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Fände ich extrem cool von dir. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Da dies ja ein Laber-Rhabarber-Video ist, sage ich mal, verlinke ich dich hier oben mal meine Style-and-Talk-Playlist. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video, was dich vielleicht interessieren könnte. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!